Mit dieser unglaublichen Technik hat Herbie Hancock 1964 mit dem Song Cantaloupe Island wirklich etwas Unerreichbares geschaffen. So eine richtig coole, groovige Symbiose. Und ich möchte dir zeigen, wie du am Ende dieses Tutorials in der Lage sein wirst, diesen Groove zu spielen, das Thema drüber fließen zu lassen, plus eine Improvisation zu performen. Wenn du übrigens mehr zum Thema Jazz-Piano-Spiel erfahren möchtest, dann schau dir meinen kostenlosen Workshop an, den ich für dich aufgenommen habe. Dort zeige ich dir, wie auch dein Pianospiel mit ein paar einfachen Veränderungen nach Jazz klingt, sogar mit wenig Erfahrung. Und den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Mit diesem coolen, groovigen Thema hat Herbie echt was richtig Cooles geschaffen. Das Ganze steht in der Tonart F-Moll und wir starten mit F-Moll. Auch hier links mit einem F, deinem fünften Finger. Der Fingersatz ist hier wirklich ganz, ganz wichtig. Dann gehst du mit deinem dritten Finger auf die Quinte C und dann mit 2 und 1 kleine 7 und Oktave. Und der Groove dazu ist 1, 2 und 3, 4 und also das C, ja, so synkopiert, vorgezogen. Ja, also 1, 2 und 3, 4 und 1, 2 und 3, 4 und das ist ein sogenanntes Ostinato. Du kennst es vielleicht von Take 5 oder von einem Boogie Woogie. Du musst einfach in der Lage sein, ja, ein Buch zu lesen und dich darf die Rhythmik nicht rausbringen, beziehungsweise das Buch lesen darf dich aus der Rhythmik nicht bringen. Ja, das heißt, nimm dir da wirklich Zeit, ein paar Tage, je nachdem, wie weit du im Klavierspielen bist, brauchst du vielleicht auch ein paar Wochen, aber das muss wirklich laufen, ohne darüber nachzudenken, okay? Weil jetzt kommt ja auch noch die rechte Hand dazu und in der rechten Hand spielen wir ein F-Moll, gehen dann hoch, im Grunde auf ein B über F, ja? Spielen dann so ein F7-Sus4, der sich aber mit so einem Slide hier, ja, auflöst und dann kommt es über ein B und F-Moll wieder zurück. Und darunter liegt jetzt natürlich der Groove. Wenn ich das zähle, dann haben wir 1 und 2 und 3, 4 und langsam. Ja, 1 und 2 und auf 2 und das C und dann, da musst du richtig, diesen Effekt musst du hier reinbringen durch diesen Slide. Oh, die und dann da, da. Ja, nochmal. 1 und 2 und 3, 4 und das ist nicht leicht. Und dann schneller werden. Ja. Was ein Wahnsinns-Groove. Das Ganze jetzt nochmal mit Des. Das heißt, mit Des funktioniert das so. Des. As, denk dran, Fingersatz, wieder den dritten Finger. Des. As und dann Ces, Des. Mit 2, 1, ja. 1, 2 und 3 und 4 und 1, 2 und 3, 4 und sehr, sehr cool. Jetzt noch die rechte Hand. 1 und 2. Cooler Fingersatz übrigens. 1, 3, 2, 4 und dann 3, 5, beziehungsweise bei dem letzten 1, muss ich so ein Slide vom G aufs Ass hoch machen, okay? Also 1 und 2 und 3 und 4 und einfach über, ja, diese Bewegung wieder zurück. Wenn ich jetzt links dazu nehme, auch ganz langsam nochmal. 3, 4, 1 und 2, 3, 4 und 1 und 2, 3, 4 und beide Takte zusammen, jeweils für zweimal. Von F angefangen, los geht's. 3 und 4 und 1 und 2 und 3, 4 und 1 und 2, 3, 4 und 1 und 2, 3, 4 und 1 und 2, 3, 4 und. Wow, okay, das muss man wirklich üben. Das ist nicht ganz so leicht. Macht aber super viel Spaß, sobald man das einmal kann. Und ja, wenn man diesen Groove hat, kann man hinterher natürlich auch super gut darüber improvisieren. Ich schlage vor, wir spielen das Ganze jetzt mit Playback und zwar mit 110 Beats per Minute. Das ist so in etwa das Originaltempo, jeweils für 4 Takte
F und dann nochmal vier Takte Death. Los geht's. Und. Herbie Hancock hat das Stück ja in F-Moll komponiert und er hat dabei an dich gedacht. Er hat nämlich mit der F-Moll-Bluestone-Skala das Thema kreiert. Und die F-Moll-Bluestone-Skala wollen wir uns noch mal anschauen. Ja? Wir starten hier mit dem F, gehen übers Ass und B, ja, mit dem dritten Finger, machen dann Untersatz auf das Cess und spielen hoch, ja, bis zum F. Wenn du natürlich, ja, über zwei Oktaven spielst, dann müsstest du hier wieder aufs F den Daumen setzen. Okay, ansonsten startest du hier mit dem vierten Finger, kommst zurück, dritter Finger drüber, ja? Ja, da, 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 da. Okay, sehr cool. Diese F-Moll-Bluestone-Skala solltest du unbedingt in die Finger bekommen, denn das Thema basiert, wie bereits gesagt, darauf, als auch die Improvisation, die wir gleich am Ende noch dazu spielen werden. Jetzt wollen wir uns das Thema anschauen. Und zwar beginnen wir hier auf Zählzeit 3 auf dem Ass. 1, 2, 3 und 4, 1, 2 und 3 und 4 und. Was ein cooles, grooviges Thema. Gar nicht viele Töne, aber das hat was. Nochmal. 1, 2, 3 und 4, 1, 2 und 3 und 4 und. Wenn ich jetzt die linke Hand darunter laufen lasse mit dem Groove, klingt das folgendermaßen. Langsam. 1, 2 und 3 und 4 und 1, 2 und 3 und 4 und 1, 2 und 3 und 4 und 1, 2 und 3 und 4 und. Und am Ende kommt so ein Abschlag mit F, ja? Babab. Und jetzt das gleiche, die gleiche Melodie noch einmal, aber übers Des klingt dann so. Aufgepasst. 1, 2 und 3 und 4 und 1, 2 und 3 und 4 und 1, 2, 3 und 4 und 1, 2 und 3 und 4 und. Das ist das Thema und du hörst, er hat einfach die F-Moll-Bluestone-Skala verwendet, um ja dieses coole, groovige Thema zu erzeugen. Wenn dir das Tutorial übrigens gefällt, du etwas lernst, gib mir gerne einen Daumen nach oben und wenn du zum ersten Mal hier bist, lass gerne ein Abo hier für weitere solcher coolen Jazz-Piano-Tutorials. Lass uns das ganze Ding jetzt nochmal mit Playback spielen. Vier Takte F-Groove, vier Takte Death-Groove, dann das Thema und dann noch eine freie Improvisation. Los geht's! Wenn du Lust hast auf einen weiteren Groove-Song, dann schau dir unbedingt Take 5 an. Und ich bedanke mich bei dir, dass du bis zum Ende dran geblieben bist und würde mich freuen, dich zur nächsten Jazz-Session wiederzusehen.